Freut mich, dass ihr alle da seid. Die Astrid Emde von der Werkgroup, ein bekanntes Gesicht bei der Foskis, wird uns heute was zu MapBender 4 der neuen Version erzählen. Viel Spaß dabei und bei Fragen bitte möglichst online stellen, damit wir die sammeln können und nicht nachher überall mit dem Mikro hinlaufen müssen. Danke. Ja, herzlichen Dank für die Einführung und erstmal herzlich willkommen an alle hier auf der Foskis 2024. Ist der erste Tag hier auf der Foskis, der erste Session-Block. Und ja, ich freue mich, dass alle da sind und möchte auch die, die online jetzt dabei sind, noch begrüßen und möchte die Version 4 vorstellen vom MapBender. Die ist kurz davor veröffentlicht zu werden, das nehme ich schon mal vorweg. Und ich möchte einerseits online ein paar Sachen zeigen, das ist eine Demo-Session hier, ich hoffe, das klappt alles. Und ich werde aber auch ein paar Folien zeigen und auf neue Feature eingehen, die wir in die Version 4 eingebaut haben. Ja, bevor ich loslege, stelle ich mich nochmal vor. Mein Name ist Astrid Emde, ich bin GIS-Consultant bei der Werkgroup schon seit vielen Jahren, mache Schulungen bei der FOSS Academy, daher kennen mich vielleicht einige und ich kann auch sagen, dass ich bisher bei jeder FOSS-GIS dabei war. Wir haben ja schon gehört, es sind schon über 20 und bisher habe ich die Reihe voll. Ich bin im MapBender-Projekt die technische Leitung und wir sprechen da vom Project Steering Committee. Das heißt, da bin ich drin und bin auch in anderen Projekten aktiv, wie wir das hier sehen. Ja, und freue mich, dass der Foskis-Verein jedes Jahr diese Veranstaltung organisiert, die auch vom Interesse her jedes Jahr auch mehr Leute anzieht. Ja, und hier sehen wir das PSC vom MapBender. Das sind meine Kollegen von der Werkgroup und wir sind das Organisationsteam, was hinter dem MapBender steckt. Das sind einerseits die PSC-Member und auf der anderen Seite gibt es aber noch diverse Entwickler, die den MapBender-Code programmieren. Und hervorzuheben ist der Thorsten Hack, den sehen wir hier in der ersten Reihe und der ist unser Chefarchitekt quasi, der die Programmierung organisiert und koordiniert und da das Ganze sehr gut voranbringt. Hier auch noch eine Folie zur Werkgroup. Wir haben auch hier ein Büro in Hamburg. Das freut uns sehr, dass die Foskis jetzt dieses Jahr hier ist. Sind ansonsten in Berlin, Freiburg und in Bonn. Und wir machen ganz viele Projekte mit Open Source, Geospatial Software, haben auch einen Stand hier auf der Foskis. Das heißt, jeder kann gerne da auch noch zu Fragen vorbeikommen. Ja, und jetzt wollen wir MapBender uns näher anschauen. Wir wollen erstmal kurz schauen, was ist denn eigentlich MapBender? Wir werden den uns mal anschauen in der Installation von der Version 4, die ich auf einem Rechner eingerichtet habe. Und dann schauen wir, was bringt die neue Version an Neuerungen mit und gucken auch, wo die Reise hingehen wird. Ja, jetzt erstmal für die, die vielleicht den MapBender noch nicht kennen, erstmal in dieser Folie so eine kleine Übersicht. Also MapBender ermöglicht es uns, ein Geoportal aufzubauen, ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen. Wir haben ein Administrations-Backend, das können wir über den Browser erreichen und da können wir die Administration durchführen. Wir können da Anwendungen zusammenstellen mit unterschiedlichen Elementen, sagen wir. Quasi haben wir ein Baukastensystem, wo wir uns dann an diesem Baukasten bedienen können eine Anwendung aufbauen mit der Funktionalität, die uns interessiert und gleichzeitig können wir diese Anwendung dann mit Diensten bestücken, sodass dort die Karten dann erscheinen, die mich interessieren in dieser Anwendung. Ich kann die Benutzern zuweisen, so eine Anwendung und kann das alles übers Web administrieren. Das Tolle ist auch, ich kann beliebig viele Anwendungen erstellen, ich kann Anwendungen auch kopieren, das sehen wir gleich und ich kann meine Dienste, die ich erstellt habe oder die ich vielleicht gerne nutzen möchte, wir haben schon von basemap.de beispielsweise eben in der Keynote gehört, die kann ich in so ein Dienste-Repository laden und die sind dadurch dem MapBender bekannt und dann kann ich die dann in die Anwendung übertragen. Zusätzlich haben wir Benutzer und Gruppen, die wir anlegen können und dann können wir diesen Benutzern und Gruppen dann Zugriff auf Anwendungen geben. Das ist kurz gefasst das, was der MapBender mit sich bringt. Und an dieser Stelle setze ich mich jetzt erstmal und möchte den MapBender einmal zeigen. Dazu habe ich hier eine MapBender-Anwendung aufgerufen und das ist die Ansicht, die wir haben, wenn wir den MapBender
installiert haben und starten. Ich habe das gerade noch angereichert mit hier so zwei zusätzlichen Demos. Aber genau, das heißt, wir haben so eine Art Landingpage, da landen wir und haben dann direkt die Möglichkeit, Anwendungen uns anzuschauen und können dann von dieser Stelle dann zu den Anwendungen springen und sehen, so sieht eine Anwendung beispielsweise aus. Das ist eine Demo, die wir bei der Installation schon immer mitliefern. Und genau, da haben wir verschiedene Bereiche mit Kartenthemen, die wir ein- und ausblenden können. Jeder Ordner ist hier dann entsprechend ein WMS. Und wir haben hier, ich sprach schon von diesem Baukasten, dann ganz viele Elemente, die wir in dieser Anwendung dann einbauen können. Und da, genau, kann ich jetzt leider nicht alle vorstellen in der Kürze der Zeit, aber da haben wir, genau, Messwerkzeuge. Wir haben hier so ein Skizzentool, mit dem wir zeichnen können, temporär. Diese Skizzen, die ich mache, können dann auch in den Druck übertragen werden. Ich habe hier ein Messwerkzeug und dann, genau, werden Legenden beispielsweise angezeigt zu den Diensten, die ich gerade aktiviert habe. Wir sehen, ich habe jetzt hier gerade keinen Dienst aktiviert, deshalb war jetzt da auch keine Legende, aber entsprechend orientiert sich diese Legendenansicht an dem, was ich gerade aktiviert habe. Und wir sehen, diese Elemente kann ich in verschiedenen Bereichen dann platzieren. Ich habe hier einerseits diese Seitenleiste, ich kann die aber auch über so einen Button einbinden und kann bei WMSen, kann ich mir ja immer Informationen zu Featuren ausgeben und da bekomme ich, je nachdem, welche WMS ich einbinde, dann Informationen zurück. Genau, dann kann ich drucken, ich kann einen Bildexport durchführen, ich kann andere Kartendienste laden und habe noch ein paar weitere Elemente oder Baukastenwerkzeuge, die wir einbinden können in so eine Anwendung. Das ist quasi nachher der Blick, den wir von außen sehen, wenn wir dann Zugriff auf so eine Anwendung haben. Und jetzt sprach ich ja eben von diesem Backend, diesem Administrations-Backend, das wir nutzen können. Und da ist es so, dass ich mich anmelden muss. Das heißt, da haben wir hier oben so einen Link, der führt... Oh, okay. Jetzt bin ich kurz blass geworden. Ich hoffe, das war jetzt nur... Gut, also genau. Das heißt, danach kann ich mich hier anmelden. Es ist so, nach der Installation habe ich auf jeden Fall einen Administrationsbenutzer eingerichtet, über den ich dann die Anwendung verwalten kann. Und da ist es so, dass es verschiedene Arten an Anwendungen gibt. Wir sehen jetzt hier diese Demos, die bei der Installation dabei sind. Die kann ich nur kopieren und kann sie mir anzeigen lassen. Aber nachdem ich sie dann kopiert habe, landen die in der Datenbank. Der MapBender braucht eine PostgreSQL-Datenbank oder SQLite-Datenbank. Und sobald ich dann eine Anwendung in die Datenbank übertragen habe, dann habe ich auch die Möglichkeit, diese Anwendung dann zu bearbeiten. Ja, und diese Demos, die wir mitgeben, da vielleicht noch als Info, die sind textbasiert. Im YAML-Syntax kann man auch Anwendungen schreiben. Und das ist für uns eine Möglichkeit, dann solche Anwendungen auszutauschen. Man könnte auch eigene Anwendungen in diesem YAML-Syntax erstellen, aber sehr angenehm ist eigentlich hier über dieses Backend zu arbeiten. Und genau, da könnte man einen ganzen Tag mitfüllen jetzt mit den Aktionen, die wir jetzt hier machen können. Und was ich aber einfach nur mal zeigen möchte, ich kann jetzt hier Dienste laden. Also ich hatte von diesem Dienste-Repository gesprochen und kann hier jetzt Dienste hinzufügen, zum Beispiel Straßenbaumkataster von Hamburg oder ich hatte mir hier noch die Schutzgebiete von Hamburg rausgesucht. Das heißt, das sind jetzt externe Dienste, das sind keine, die ich betreue, aber die lade ich einmal im MapBender, sodass die hier bekannt sind. Und dann kann ich zu meiner Anwendung gehen und kann diese Dienste dann einbinden. Da gibt es einen Bereich Layersets, da kann ich hergehen und könnte jetzt aus den Diensten, die ich jetzt bekannt gegeben habe, jetzt Dienste auswählen und könnte hier auch entscheiden, welche Themen möchte ich aktivieren, welche Themen möchte ich vielleicht gar nicht anbieten und kann entsprechend dann... Krass. Okay. Das wundert mich jetzt. Okay, das ist nicht normal, ne? Nur kurz als Hinweis. Ne? Ich habe es eigentlich gestern auch alles nochmal getestet. Hat auch geklappt, den einzufügen. Und ich probiere es nochmal mit den Bäumen. So, das heißt, ich könnte jetzt hier die Dienste hinzufügen.
Und wenn ich jetzt meine Anwendung, die ich gerade erstellt habe, das war jetzt diese hier, wenn ich die dann anzeige, dann sind dann diese zwei Dienste auch in dieser Anwendung enthalten und ich kann dann die entsprechend noch als Anwender dann an- und ausschalten oder auch in diesem Fall dahin zoomen oder die Transparenz vielleicht noch anpassen und habe dann auch zu diesen Diensten, wenn sie Infoabfragen liefern, beispielsweise jetzt hier Informationen, die zurückkommen. Das ist jetzt hier Text-XML, was gerade zurückkommt. Das kann ich im Backend noch weiter konfigurieren, sodass ich hier entsprechend auch noch das richtige Format auswähle. Bei uns ist es eigentlich eher Text-HTML, was man dann auswählen würde. Und entsprechend müssten die Informationen dann auch als HTML zurückkommen. Das heißt, genau, ich habe dann die Möglichkeit, das als HTML auszugeben. Ich kann das Ganze auch drucken und kann so Dienste einbinden und Dienste kann ich auch zur Laufzeit einbinden. Der Anwender kann entsprechend dann auch solche Dienste noch nachträglich dann in die Anwendung laden. Das zur Diensteverwaltung. Kurz noch ein Blick hier zum Layout. Da ist es so, wir hatten ja eben diese ganzen Elemente gesehen und jedes Element kann konfiguriert werden. Zum Beispiel gibt es hier so Button-Elemente, da kann ich ein Symbol auswählen, da kann ich wählen, welche Funktionalität dahinter steckt und entsprechend könnte ich die auch ausschalten oder neue Elemente hinzufügen und habe hier die Möglichkeit, dann entsprechend meine Anwendung so zu gestalten, wie es für meine Anforderungen passt. Und auch noch kurz hier einen Blick in den Bereich Sicherheit. Es ist so, wir können Benutzer und Gruppen anlegen. Ich habe hier schon stellvertretend einen Benutzer angelegt. Das ist auch ganz unkompliziert. Den kann ich dann in Gruppen hinzufügen und dann kann ich einer Anwendung entsprechend sagen, dass die vielleicht nur von bestimmten Personen oder öffentlich zur Verfügung steht. Ja? Also das erstmal so im Schnelldurchlauf, wie der Mapbender aussehen könnte. Und jetzt und wie ich da die Administration durchführe. Und jetzt wollen wir noch mal etwas tiefer in den Mapbender 4 schauen und schauen, was da an Neuerungen auf uns zukommt. Die Folien stehen ja später auch zur Verfügung. Da habe ich ein paar Links erstmal eingefügt, wo jeder dann auch noch mal nachschauen kann. Und hier sehen wir noch mal, was ansteht jetzt für diese 4er Version. Wir haben viele Komponenten wie Symfony, Bootstrap, die aktualisiert werden mussten, auch OpenLayers beispielsweise. Wir haben viele Verbesserungen und Bugfixes eingebaut, das sehen wir hier unter Issues und wir haben schon die Dokumentation und das Testing parallel jetzt zur Entwicklung an der Version 4 vorangetrieben und haben auch Neuerungen, die wir jetzt in dieser Version bereitstellen werden. Genau, wir gehen jetzt auf eine ganz neue Symfony-Version, die 6.4, haben damit dann PHP mindestens 8.1 Support, der benötigt wird. Wir gehen auf OpenLayers 7.3 und haben hier, das ist jetzt ein bisschen technisch, einige Komponenten aktualisiert. Ja, und hier auch nochmal so eine Übersicht, was noch passiert ist. Wir haben die Dokumentation, wir haben ein Workshop-Bundle, das ist sicherlich interessant für alle, die direkt den Mapbender ausprobieren wollen. Und genau, für die, die Mapbender schon nutzen, die werden die App PHP kennen und die App Dev PHP. Und da ist es so, dass wir jetzt da stattdessen die Index PHP haben, die Index Dev PHP. Und genau, einige Dateien liegen jetzt woanders, die ganze Architektur hat sich so ein bisschen geändert. Und das ist aber auch alles sehr gut dokumentiert und zwar hier in dieser Upgrading-MD-Datei. Wir haben Elemente zusammengebracht, dass die alle im Mapbender Core vorliegen und genau, das ist vielleicht nur nicht so relevant, aber ich dachte, ich schreibe mal so ein paar Veränderungen hier auf diese Webseite. Ne? Wir haben jetzt YAML-Dateien statt YAML ohne das A und wir haben die Datenbankverbindung an einer anderen Stelle. Ne? Das ist jetzt eher für die, die den Mapbender schon kennen. Dann haben wir ein neues Login-Bild, das kommt mit jedem Major Release. Das kann man einfach anpassen, da könnte auch das Bild vom Rathaus vielleicht zu sehen sein oder von der Stadt irgendwie was Markantes. Und da gibt es in dieser Parameters-YAML eine Variable, die ich setzen kann und darüber kann ich dann auch auf mein eigenes Bild verweisen. Dann haben wir einen Splash-Screen, der eingebaut ist. Da kann ich pro Anwendung definieren, ob ich den anzeigen lassen möchte oder nicht und kann auch pro Anwendung auch entscheiden, auf welche Datei hier zugegriffen werden soll.
Wir hatten eben diese Demo-Anwendung gesehen, die überarbeiten wir derzeit, haben da auch jetzt zum Beispiel so ein einheitliches Button-Design, da sind wir gerade dran, dass alle Buttons einheitlich aussehen und dass wir auch über unser eigenes Styling, also der Mapbender ermöglicht es, dass man quasi sein eigenes Corporate Design ausrollen kann und dass wir da leichter dann auch beispielsweise auch auf die Buttons oder auf die Komponenten dann im Client via CSS unsere eigenen Farben übertragen können. Genau, wir haben nicht mehr 6 Anwendungen, sondern nur noch 3. Die OpenLayers 2 Demos entfallen und versuchen in diesen Demos alle Elemente einzubauen. Beispielsweise, genau, haben wir hier noch unten, sehen wir so eine Einfeldsuche, die geht über Solar oder Photon, kann ich da auf Adressen beispielsweise zugreifen oder auf meinen Solar Service. Und genau, und jetzt kommen vielleicht noch ein paar kleine Neuerungen, zum Beispiel diese verschiebbare Seitenleiste, das ist auch was schon sehr oft angefragt war, das kann ich aktivieren pro Anwendung und dann kann ich hier per Drag and Drop diese Seitenleiste verkleinern, vergrößern und kann die weiterhin hier über diesen Button hier oben verkleinern. Ja, dann gibt es im Bereich der Symbole eine Neuerung. Wir haben uns an die neue Font Awesome Version, also mit dem Update haben wir auch da neue Symbole. Das sieht man so ein bisschen im Stil. Und wir haben auch neue Symbole, die wir eingefügt haben. Das heißt, da haben wir eine größere Palette jetzt zur Verfügung stehen und haben auch die Möglichkeit, auch noch selbst zu bestimmen, ich möchte noch weitere Symbole hier einbauen. Und zwar gibt es da auch wieder in dieser Parameters-YAML so einen bestimmten Syntax, über den man das machen kann. Den sehen wir hier. Und wir könnten auch zum Beispiel die Standardsymbole deaktivieren, wenn ich die gar nicht nutzen möchte. Dann ist im Bereich der Übersetzung noch ganz viel passiert. Da hat ein Kollege ist nochmal den ganzen Code durchgegangen und hat geschaut, ob überall die Übersetzungen vorliegen und hat das entsprechend nachgezogen, sodass wir jetzt Übersetzungen in einigen Sprachen schon vorliegen haben. Und wir sehen, hier gibt es solche Übersetzungsdateien, wo entsprechend dann für die Sprachen die Übersetzung vorliegt. Dann haben wir die Möglichkeit, Code zu überschreiben. Das sieht man jetzt hier. Ist hier in dieser Oberfläche hier oben mein eigener Text noch eingefügt worden. Ich hätte auch das Design noch anpassen können, so wie wir das hier zum Beispiel beim Geoportal Kreskus-Gera sehen. Und das kann ich machen, indem ich Twig-Templates überschreibe. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Und ich kann aber auch JavaScript und CSS oder ASS überschreiben. Dann gibt es beim Search Router, das ist ein Suchelement, da gibt es eine kleine Neuerung, die aber ganz feines. Und zwar haben wir da die Möglichkeit zu sagen, ich möchte die Treffer, die jetzt hier zurückkommen bei der Suche, das ist eine Suche, die auf eine Tabelle in der PostgreSQL-Datenbank zugreift, die möchte ich exportieren als CSV und da werden die Spalten, die jetzt hier aufgeführt werden, werden dann in eine CSV-Datei geschrieben, derzeit ohne Geometrie, weil das so die Anforderung war und das geht, indem ich jetzt hier diesen neuen Parameter Export CSV noch hinzufüge. Auch beim Search Router gibt es die Möglichkeit, jetzt Treffer mit Beschriftungen auszugeben. Ich habe im Mapbender die Möglichkeit, das sehen wir hier in diesem schwarzen Rahmen, die Möglichkeit zu bestimmen, wie diese Objekte aussehen sollen, welche Farben die Treffer haben sollen. Ne? Sind die gefüllt, die Flächen? Sind die opak und welche Farben werden hier verwendet und neu ist, dass ich jetzt hier auch ein Label definieren kann. Wenn das Label definiert ist, kann ich eine Beschriftung anzeigen lassen und zwar kann ich dann hier angeben, welche Felder für die Beschriftung verwendet werden sollen. Und weiter unten sehen wir hier dann auch, wie das Styling dann von dieser Schrift aussehen soll. Ja, im Bereich Digitizer hat sich auch viel getan. Das ist ein Element, mit dem kann ich Daten erfassen. Und dieses wurde nochmal genau angeschaut und überarbeitet. Und da haben wir beispielsweise jetzt die Möglichkeit zu snappen. Wir haben die Möglichkeit, Themen zu kombinieren. Das heißt, ich kann verschiedene Erfassungskonfigurationen über eine Auswahl quasi hier bereitstellen und kann dann gleichzeitig Punkte, Linien und Flächen erfassen. Wir haben Berechtigungsstrukturen, die auch für die Digitalisierung gelten und haben hier ganz viele kleine Überarbeitungen noch durchgeführt. Dann gibt es ein neues Element, das heißt Daten-Upload und das ermöglicht es uns hier über
ja, das Reinplumpsen lassen von Dateien können wir KML, GML, GeoPackage oder GeoJSON laden. Die erscheinen dann hier, die Daten, die ich importiert habe. Wir sehen hier, sind Gebäude jetzt in der Karte, die temporär jetzt in der Anwendung geladen wurden. Die kann ich ausblenden, da kann ich hinzoomen, die könnte ich auch wieder entfernen. Und genau, ist das jetzt der erste Wurf, um auch das Daten hinzufügen, erstmal nur temporär zu ermöglichen. Und das soll demnächst aber auch vielleicht noch erweitert werden um Beschriftung, um Sachdatenausgabe, so dass man vielleicht die Daten auch dauerhaft laden kann. Ja, dann hatten wir eigentlich vor, OGC API Features einzubinden in der 4er-Version. Das verschieben wir jetzt aber auf eine spätere Version. Das war eigentlich so ein großer Meilenstein, der jetzt noch fehlte. Aber es war so, dass jetzt noch ein anderes Thema gerade ansteht, und zwar die ACL-Überarbeitung, also die Berechtigungsstrukturüberarbeitung. Und dadurch haben wir jetzt gesagt, wir verschieben das auf eine spätere Version und kümmern uns jetzt erstmal um die Berechtigungen. Da gibt es nämlich ein Bundle, was wir derzeit nutzen, das entfällt, und jetzt müssen wir das neu einbauen, und da wird von außen, also als Anwender, werden wir das wahrscheinlich gar nicht so merken, da bleibt die Welt so, wie sie ist, aber im Code ist da viel an Arbeit, die da drin steckt. Dann gibt es noch was Neues, und zwar ein QGIS Mapbender Plugin. Da arbeitet eine Kollegin derzeit dran. Das soll uns helfen, QGIS Server WMS auf einen Server zu übertragen und dann direkt in den Mapbender zu importieren. Da muss ich vorher eine Konfiguration machen, muss sagen, wo liegt mein Server, muss die Berechtigungen oder die Orte angeben, wo die ganzen Pfade liegen, Mapbender und QGIS Server, und dann kann ich entsprechend WMS übertragen. Es ist so, hier unten sehen wir solche Bin-Konsole-Befehle, die bietet der Mapbender. Da gibt es Befehle, mit denen kann ich WMS laden, und mit diesem Befehl, der ist neu, kann ich beispielsweise dann sagen, der WMS mit der Nummer 5, der soll in eine bestimmte Anwendung, und zwar in ein bestimmtes Layer-Set, übertragen werden. Und das ist der Weg, den wir da gehen. Ja, und der Zeitplan für die 4er-Version ist das erste Halbjahr. Es gibt noch zwei Meilensteine, dieses ACL und dieser Data-Upload muss noch beendet werden, und dann kann eigentlich die neue Version kommen. Und ich hoffe, dass die vielleicht im Juni bereitsteht, und dann hoffe ich, dass die sehr gut ankommt. Also das, was ich bisher mit der 4er-Version gemacht habe, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Im Changelog sehen wir noch ganz viele kleine Anpassungen, die jetzt hier noch erfolgt sind. Die kann man sich im Changelog hoffentlich ganz gut anschauen, und wir machen auch so einen Visual Changelog, wo man dann nochmal visuell erklärt bekommt, wie das Ganze was alles passiert ist. Für die nächste Version planen wir dann das Routing als Element einzubauen, und dann steht noch das Update von weiteren Repositories an, die nicht zum Mapbender Core gehören. Da ist beispielsweise LDAP zu nennen oder Query Builder. Das wird wahrscheinlich erst nach der Version 4 erfolgen, und genau, dann schon mal hier auf dieser Liste dann auch die OGC API Features Erweiterung dann. Ja, das war's im Schnelldurchlauf zum Stand von der 4er-Version. Online, also der ist schon installierbar über Git ganz leicht. Online ist noch kein Paket, aber wer den Mapbender jetzt ausprobieren möchte, schon mal die neue Version, ist da herzlich eingeladen. Und ich vermute, dass der Umstieg jetzt von einer bestehenden Installation auf die 4er-Version nicht sehr, also nicht problematisch sein sollte. Das ist eigentlich alles berücksichtigt worden, das Update auf eine neue Version. Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und komme so zum Ende. Ja, wir danken für den interessanten Vortrag. Als erste Frage kam... Ja? Slapstick hier. Gut. Ob es die Möglichkeit gibt, die Anwendung auch offline zu nutzen, damit man Daten im Feld erfassen kann, ohne Internet? Also man kann natürlich den ganzen Mapbender und die Dienste und die Daten auch auf dem Tablet beispielsweise bereitstellen, aber dann ist natürlich alles offline, ne? Es ist nicht so, dass man das cachen kann, die Anwendung.
Also von daher ist MapBender eine Web-Anwendung und ist jetzt nicht so nutzbar wie Qfield beispielsweise. Dann welche Dienste außer WMS könnte man noch einbinden? Ja, wir unterstützen derzeit noch WMTS, das ist noch möglich, aber das ist erstmal die Palette, ne? Und das, was wir eben gesehen haben, dieser Search Router oder ich hätte gerne auch noch den Digitizer gezeigt, das sind jetzt Bereiche, da greifen wir direkt auf die Daten und entsprechend ist da der Zugriff auf eine PostgreSQL-Datenbank nicht über den Dienst. Ja, aber mit dem nächsten Meilenstein, OGC API Features, wollen wir dann die neue Welt der Next Generation OGC-Dienste dann angehen. Werden Vektorteils unterstützt? Bisher noch nicht, nein. Passt sich das Layout der Anwendung auf mobilen Geräten an? Ja, das ist so, genau, das hatte ich eben noch nicht gezeigt. Also erstmal passt es sich auf mobile Geräte an und ich kann pro Element, das ich in der Anwendung habe, kann ich bestimmen, ob das auf mobilen Geräten verfügbar sein soll. Das heißt, wenn ich jetzt den Druck habe oder irgendwelche Infotexte, dann macht es vielleicht keinen Sinn, die mobil bereitzustellen und das kann ich über einen Klick in der Administration dann steuern, ob die Elemente mobil sichtbar sein sollen oder nicht. Und zusätzlich haben wir auch noch eine mobile Anwendung, die man auch nutzen kann, die ist für mobile Nutzung optimiert. Und welche Rolle spielte das Thema Barrierearmut für die Accessibility bei der Entwicklung der neuen Version? Ich würde sagen, keine Rolle. Also das haben wir jetzt noch nicht berücksichtigt, ne? Also da haben wir jetzt nicht einen Fokus drauf gesetzt. Kann ich Einstellungen für einen Dienst zentral vornehmen, sodass sich die Änderungen in allen Anwendungen auswirken? Mhm. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Es ist so, ich hatte ja erwähnt, dass wir sehr viele Anwendungen erstellen können, so viele wie wir wollen. Und wenn ich jetzt Änderungen mache, zum Beispiel möchte ich bei einem Dienst einen Layer ausschalten und das soll aber in allen 100 Anwendungen beispielsweise der Fall sein, dann möchte ich ja nicht jede Anwendung öffnen und diese Einstellung durchführen und da haben wir freie Instanzen, die wir nutzen. Also man kann quasi in einer Anwendung einen Dienst einbinden und sagen, das ist jetzt eine freie Instanz. Die freie Instanz übertrage ich dann in andere Anwendungen und wenn ich diese freie Instanz dann verändere, dann ist es in allen Anwendungen verändert worden. Sind mehrere Admins möglich? Ja, das ist auch möglich. Also wir haben auch die Möglichkeit, mehrere Administratoren zu definieren und so kann die Administration auch geteilt werden. Wir müssen aber, glaube ich, zum Ende kommen. Da wurde nämlich schon so ein Stopp hochgehalten. Eine wäre noch, wie individuell sind Suchen einrichtbar, hierarchisch zum Beispiel für Flurstück oder Adresssuchen? Ja, also genau, das ist wunderbar möglich. Also über SQL können wir auf alle Daten der Datenbank zugreifen, können da Suchen generieren, Auswahlboxen generieren. Es gibt auch für ALKIS schon so vorgefertigte Suchen, die man nutzen kann. Und genau, da hat man eigentlich sehr große Freiheiten. Dann vielen Dank. Gut, ja. Danke für das Gespräch.